Ah, okay, das heißt so. Was will ich haben? Was will ich haben? Sieh dir diese mörderische Bloodshots an. Findest du nicht, dass Pandora ohne die Schlafschaum besser dran wäre? Mehr will ich gar nicht. Mit diesen Planeten säubern. Das heißt, dass die Banditen, die ich killen muss, diese Bloodshots oder diese Crimson Raiders Idioten in Sanctuary hin. Dann mach ich sehr geil, das die Pistole. Und die Infinity? Ja, ja. Auch die Infos, die Roland über die Kammer gesammelt hat. Wir wissen, dass Hyperion sie öffnen will, aber nicht warum. Wenn du Roland rettest, haben wir vielleicht eine Chance, Jack aufzuhalten. Das willst du alles nicht, Söldner. Ja, wo ist es mit dir? Ich liebe die Gefahr! Da freut sich jemand. Großer Gott. Ja. Beiß auf die Zähne. Mein Dank ist dir gewiss. Mein Dank ist dir gewiss. Danke dir. Danke für diesen guten Morgen, danke für den neuen Tag. Verdammt, Hyperion! Bleibt den Jungen stehen, dann renne ich vor und mach auf. So. Wow. Medikit. War da was drin in die oder? Oder war gar keiner gucken? Bitte? Hier hinten mal drinnen gewesen war. War gar keiner gucken hier. Wo? Na, hier hinten in der Schatzkammer. So, ja. Ach so, nein. Ja, was Nettes. War ein Schild, aber. Okay. Ja. Der Bivio ist super. Ja, und das wäre jetzt richtig geil. Ja. Kennt der, der Fatty Neujahr nicht, war? Der B? Der B? Der B-Schild. Schild, ja. Es gibt ein Schild, was B ist, echt? Mhm. Genau. Nein, 43 Ovidium. Hier ist deine Couch, ja? Ich komme, ich komme, ich komme. Keine Bewegung. Ja. Ja. Jetzt noch zwei. Medikids! Wenn euch die Waren gefallen, können wir vielleicht einen Deal aushandeln. Benutzt du erstmal Markus Waffen, kaufst du nie mehr bei anderen Waffen. Voll der Poet, ja? Ja. Schlucker darf auf keinen Fall Roland befreien. Ohne Roland gibt es auch keine Kohle. Thanks, Dave. Das ist ja Wahnsinn. Die wir von zu Hause bekommen haben. Da ist eine Schrotflinte dabei. Ich freue
Freundin damit gegrillt. Marcus, ich hab mein Essen und meine Freundin damit gegrillt. Hey, das sind so Sprüche hier. Mehr Waffen. Nicht Waffen. Kammerjäger, freut mich, dich endlich kennenzulernen. Klasse, wie du dich durch die Bloodshots gekämpft hast. Ja, ne? Dauert nur eine Sekunde. Keep rolling, 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 keep rolling. Okay, das war's. Jetzt sehen wir zu, dass wir... Bekommen wir das aus. Kammerjäger! Du musst dieses Ding stoppen! Das hier oben ist Borderlands. Wo denn? Lass mich los, verdammt! Hier oben, wo ich gerade bin. Ja. Da ist irgendwo eine Treppe da hinten. Der Leiter. Da. Da, wo der Alex ist. Lass mich los, verdammt! Ich hab alles aufgemacht. Hilfe brauchen. So ein Dreck. Sie bringen ihn auf die Krone. Nein. Los, hin. Jetzt bin ich wegen Alex hier runtergesprungen. Wirklich, wir rennen nur zu geradeaus laufen. Ja, ich komm dann gleich. Ja, ja, machen. Dum, 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 dum. Der rockt schon ordentlich. Die hagelt gerade nur EP und Geld bei mir, ey. Krass. Na toll. Liegt da hinten nur an. Eine Anpassung und ich komme da nicht ran. Stimmt, ich auch nicht. Ruft lauter, Jungs! Marcus kann uns nicht hören! Oh, schau, warte, ich will bloß mal schnell hier. Hier liegt noch Euridium. Nein! Es liegt dahinter Euridium. Euridium. Ich hab jetzt Wiskenanpassungen hingelegt, die habe ich schon. Wenn es jemand braucht. Ich will Euridium. Hier. Ich glitsche gerade. Ich hänge schon. Hab ich. Ja. Da glitscht man echt extrem geil lang. Was ist das denn hier? Bunny Technik Skin. Okay, muss ich mal gucken, ob ich die hab. Boah, ist mein Inventar voll. Oh. Ich beide nicht, geil. So. Können wir? Yep. Ach stimmt, das war das sehr geil. Lisa, ich hab mit Yelly schon richtig weit gespielt. Bis dass die Stadt gerade gelandet ist und wir das erste Mal auf dieser grünen Landfläche langgeeiert sind. Achso, da. Der Bot bringt Roland zu dem Landungsschiff. Halt sie auf, bevor... Ist nicht mehr sehr, sehr weit. Nee. Das kann ich erstmal verkaufen. Verflucht es. Jack hat aber nicht etwa Wilhelm geschickt, oder? Sag bitte, dass er nicht Wilhelm geschickt hat. Achso, hier, kommt mal denn her und bezahlt die Maut hier, ja. Moment. Boah, ich hab einen Granatenmod mit über 7000 Schaden. Boah,
alter Vater, ey, was für Granatenmods. So, Maut. Ja, ne Maut also. Ja. Ja, ja, lass mich das mit Auridium holen. Okay, hab ich. Der Macht von Grayskull. Ich habe die Kraft. Ruhe. Ich liebe die Ausdrücke von denen einfach, ey. Übler Loader, wenn man übelst vermöbelt. Bin auf Medikits gestoßen. Medikits hier. Go, 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 go! Wenn man hier per Speed durchrennt, dann bekommt man irgendwie die Story mit, das finde ich geil. Bitte? Geschütze schmeißen, wozu hast du ihn? Um euch den Spaß zu lassen. Ah,
Hier sind ein paar Klassenmods, ja, bloß halt irgendwo. Achtung, übler Loader! Irgendwo hier hinten am Auto muss jetzt noch ein Schlüssel stecken. Muss mal jemand suchen mit. Mithelfen suchen. An welchem Auto? Irgendwo an irgendeinem Auto hier hinten. Aber ohne dich geht's nicht. Wenn ich's wüsste, an welchem Auto, bräuchte ich nicht suchen. Du hast Roland gerettet. Keine Ahnung. Dieser Planet hat auf einen Helden wie dich gewartet. Ja. Gott sei Dank hat Jack nicht Wilhelm geschickt. Wilhelm Defoe. Wilhelm ist so ein... Naja. Danke. Ja. Und wo ist dieser Scheißschlüssel? Den suche ich jedes Mal hier. Hier ist der Bus aus Teil 1, aber ich weiß nicht, ob da ein Schlüssel dran steckt. Irgendwo muss hier einer sein. Der hinter dem Türschloss oder Kofferraum oder so. Ja. Hi, komm, komm. Das war nicht so schwer. Okay. Sehr gut. Was macht der Schlüssel? Der war am Bett dran gerade. Ach so. Kann ich den auch nehmen? Ja, hast du auch gekriegt. Echt? Okay. Hm. Bin gleich wieder da. Reise, Reise. Auf diese Weise. Oh. So, was können wir denn jetzt hier? Ein Turm können wir einlösen. Schild Ladegeschwindigkeit. Hier können wir nichts machen. Einige mutanten Versuchsobjekte sind auf Inventar. Klassenmods. Zu beobachten, wie sie versuchen, sich wieder in die Gesellschaft einzugliedern, aber sie müssen getötet werden. Du musst sie irgendwie herauslocken. Begib dich zu Moxie und hol Köder, die ich geordert habe. Cool. So, jetzt erstmal einen Automaten suchen. Und genau, hier beim... Das war nicht so schwer. Kauf was, oder gib mir aus der Optik. Automat, Automat. Wäre das Rang 100, eher wohl. Insektenviecher namens Warkids gehört? Es heißt, diese Mücktanten, kleines Wortspiel, wenn du verstehst, morphen, wenn sie genügend Schaden nehmen. Könntest du bitte diesen Evolutionsinjektor nehmen? Badass Rang 1061. Boah, krass. Wieso schon so viel? Ein Rack hat meinen Cousin siebten Grades gefressen. Ich hätte nie auf diesen Planeten kommen sollen. So, denn den Laptop ist dann online. Gut, die Entflammung ausgezogen.
ausgezeichnet. Ich möchte, dass du ein paar Warkids zum Morphen zwingst. Gib ihnen eine Injektion, während sie gepuppt sind. Okay. Oh, Baby. War Kito schon mal Papier bekommen? Ja. Finde ein Warkit. Mach mal, oder? Ja. Scheiße, kommt das aber. Ach, scheiße. Naja, es geht. Natürlich geht das. Viel übel ist den Boss spawnen lassen. Nein, dann müssen wir ja nicht. Das ist echt anders, das schlimmste Sache in dem dämlichen Spiel. Howdy doody! Howdy doody time! Jojo. Da sind wir schon wieder. Tundra Express. Ach, genau. Jetzt gleich kommt es erst mal das kleine Kind. Tiny Tina. Wie ja, Tiny ist wie Tina. Achso, Feuerwaffe. Habt ihr alle eine Feuerwaffe in der Hand? Ja. Keine Ahnung. Hm. Nö. Hab ich keine. Natürlich, du hattest eine Fire Infinity. Puh, keine Ahnung, ob die Feuerschaden macht, das steht bei mir nicht. Doch, wenn du Waffe wechselst, dann steht das da. Ja. Achso, jetzt müssen wir erstmal das machen. Achso, okay. Komm, morph hier, Scheißviecher. Jetzt. Gut. Nun appliziere die Injektion. Viele betrachten diese Kreaturen als reines Kanonenfutter. Oh großer Gott, das ist ja ekelhaft! Mach es tot! Mach es tot! Gute Güte, das war ja grässlich. Bitte sei so nett und bring mir eine Probe vom... Ich brauche nur noch ein paar weitere Proben. Vorgehensweise wie gehabt. Bring sie zum Verpuppen, verpasse ihnen eine Injektion... Nicht tot machen, Paddy, nicht tot machen. Ach so. Die müssen sich morphen. Und dann, wenn die so hier so sind, dann musst du hinten damit eh die Aktion verabreichen. Voll. Hinter dir. Noch einer. Okay, wo ist er? Ah, der ist im Anrücken. Und noch einer. Das müsste eigentlich alles gewesen sein, oder? Da, jetzt bin ich hier runtergefallen, Scheiße. Ah, kommt's hier. Ausgezeichnet! Jetzt komm zurück! Okay. Nehme ich schon mit dem Mordecai ab, John. Nee, hab da nicht gemacht. Ja, ich hätte aber schon geschaut. Es wäre nichts mehr zu wahrnehmen gewesen. Dass wir hätten zu Roland gehen müssen. Oh, das ist ja, wie man da meint. Ach so, genau, stimmt. Es wird ja so auf der Karte angesagt. Ja. Ist hier eine Schnellreisestation? Ach, hier nicht. Doch, sicher. Aber nicht hier, ne? Doch. Ach doch, ist da eh noch. Ja, natürlich. Oh, nein, oh, haben wir noch nicht aufgebaut.
go, 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 go. Ich geh mal zu Dingens hier hinten. Ja. Dingenskirche. Am Automaten. Sam Jack wird uns alle killen, wenn du ihn nicht aufhältst. Er meint Hallo. Es ist seine Art, Hallo zu sagen. Eine Herausforderung gemeistert. Hi. Ich werde ehrlich zu dir sein, Soldat. Wir verlieren diesen Krieg. Seit Jahren versuchen wir Jack zu stoppen, indem wir seine Männer erledigen und seine Iridiumminen plündern. Aber das reicht nicht. Du bist Jack begegnet und du hast gelöst. Du hast Rippers und Bloodshots besiegt. Das ist okay. Danke übrigens. Wenn wir das hier überleben wollen, brauchen wir deine Hilfe, Kammerjäger. Wir dachten, Jack will eine Kammer öffnen und ihre Macht nutzen, um uns auf Pandora auszulöschen. Aber dank einiger Infos, die ich von einem Hyperion-Konvoi gestohlen habe, fand ich raus, dass wir falsch lagen. Was? Er will keine Kammer öffnen, er will sie kontrollieren. Ich kann mich gern wiederholen. Was? Die Kammer, die Jack sucht, ist kein Alien-Gefängnis oder Waffenlager. Sie ist lebendig. Der Stalker hat meine Schwester gefressen. Ein uralter iridianischer Krieger. Mächtig genug, alles Leben auf Pandora zu zerstören. Wer ihn weckt, kontrolliert ihn auch. Das klingt übel. Wenn Jack den Krieger weckt, ja. Aber wenn wir den Krieger vor ihm kontrollieren, könnten wir mit seiner Hilfe Hyperion ausrotten. Ja, dieser Plan gefällt mir. Hast du seinen Auftrag schon erledigt? Es gibt da ein Problem. Wir brauchen den Kammerschlüssel, um den Krieger zu wecken. Nur Jack hat ihn bereit. Aber wenn du mit Tennis gesprochen hast... Hat sie nicht gekotzt, als sie dich gesehen hat? Das macht sie nämlich manchmal. Hat sie nicht gekotzt?